Hallo und herzlich willkommen. Stimmt es, hier wieder. Dass die gesamte Wirtschaft der Zwerge auf Lyrium basiert? Kann ich eigentlich mal reden? Auf dem Nachmarkt sind wir auch. Ja, wir sind bei Dragon Age. Die labern. So, jetzt, was muss ich denn eigentlich machen? Keine Ahnung. Redcliffe, irgendwo muss ich hinreisen. Sind überall Risse auch noch, ne? Weltkarte mal aufrufen. Ich muss wieder nach Haven. Okay, dann reise ich mal dahin. Wieso muss ich denn jetzt wieder nach Haven? Ich habe noch nach Redcliffe oder wie das heißt. Dämonen des Hochmuts. Die bislang mächtigsten bekannten Dämonen sind die des Hochmuts. Weil sie, ja toll, jetzt ist mein Spiel hier. Es lädt. Es lädt. Was lädt denn jetzt so lange? Gut. Wir müssen also zum Waisenrat der Weißen und mal schauen, was wir da so jetzt machen müssen, weil ich habe keinen Plan, was die jetzt von mir wieder wollen. Ich habe da noch immer meine Mission nach Valroyo und suche die Ratskammer. Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sie halt sterben lassen. Maul, Magier. Es reicht jetzt! Hauptmann! Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht... Zurück an die Arbeit. Ihr alle. Gut, ich mach mal eben hier auch noch. Da bin ich wieder. Und jetzt kann ich hier in Ruhe mit Cullen reden. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Hätte die richtige Autorität nicht auf ganzer Linie versagt, wäre das Konklave nicht nötig gewesen. Dann schlagt ihr vor, dass ich der Kirche die Schuld an allem gebe und einem Mörder huldige? Ja. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Die hilft uns nicht, hier und jetzt die Ordnung wiederherzustellen. Es wird keine Ordnung geben, solange diese Rebellion weitergehen darf. Es wird keine Ordnung geben. Ich werde dafür sorgen, dass Valroyo zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. So, Ratskeller. Nach langem Hin und Her jetzt gerade auch mit irgendwie auf einer Puppe reden, gerade habe ich jetzt endlich mal geschafft. Ups, gehüpft. So, und Rat einberufen. Zurück, genau. Geld beschaffen.
Schachtel errichten ist im Gange. Es wird geil, sehr schön. Wir haben die Kämpfe so gut wie möglich umgangen, genauso schön. Okay. Das ist ja noch im Gange. Gut, zurück. Ich mach mal das hier. So. Ihr wollt euch selbst an die Klerikerinnen wenden? Das ist keine schlechte Idee. Das kann nicht euer Ernst sein. Mutter Giselle hat recht. Im Augenblick ist die einzige Stärke der Kirche ihre Geschlossenheit. Und die Gefahr für den Herold sollen wir ignorieren? Fragen wir ihn. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir dadurch rein gar nichts erreichen. Das sehe ich ähnlich. Es untermauert nur die Auffassung, dass wir auf die Kirche hören sollten. Ich werde ihn begleiten. Mutter Giselle sagte, sie könnte uns einige Namen nennen. Benutzt sie. Aber wieso? Das ist doch nur... Haben wir eine andere Wahl, Iliana? Im Moment können wir niemanden bitten, uns mit der Bresche zu helfen. Nutzt unseren Einfluss, um die Klerikerin zu versammeln. Sobald sie bereit sind, stehen wir das gemeinsam durch. Ja, würde ich auch sagen. Bestätigen. Oh Gott, das wird jetzt echt... Ich habe das Gefühl, das wird schwierig. Immer dieses komische Geräusch, was da noch immer kommt. Boah, sieht das geil aus. Okay. Das Bild sieht auf jeden Fall geil aus. Diese Stadt, was das mal sein soll. Mal schauen, ob ich da jetzt bin. Ob das ist. Das wäre echt mal eine interessante Sache. Würde ich mich freuen, weil ich will mal eine andere Stadt sehen. Ich bin jetzt im Moment in so Bauerngegenden. Aber mal so eine größere... Ja, Gott sei Dank. Die Stadt trauert noch. Sie scheinen alle zu wissen, wer wir sind, Sucherin. Eure Beobachtungsgabe beeindruckt mich immer wieder, Varric. My Lord Herold. Ihr gehört zu Lilianas Leuten. Was habt ihr herausgefunden? Die Kirchenmütter erwarten euch, aber auch jede Menge Templer. Hier sind Templer? Die Leute scheinen zu glauben, die Templer beschützen sie vor der Inquisition. Sie sammeln sich auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich denke, dort wollen die Templer sich mit euch treffen. Dann haben wir wohl keine Wahl. Ja, würde ich auch sagen. Sie wollen die Leute beschützen. Kehrt nach Haven zurück. Jemand muss sie informieren, falls wir aufgehalten werden. Wie ihr wünscht, my lady. Sehr schön. Boah, guck mal, wie die Stadt aussieht. Hammerfett, ey. Hui! Das sieht echt schön aus. Also so eine schöne Stadt, hätte ich auch nicht gedacht. Gute Leute von Val Royo, hört mich an. Gemeinsam trauern wir um unsere Göttliche. Um ihr naives und wunderbares Herz, das durch Verrat zum Schweigen gebracht wurde. Ihr fragt euch, was mit ihrem Mörder geschehen wird. Nun, ich werde es euch sagen. Seht ihn euch an, den sogenannten Herold Andrastes, der sich anmaßt, sich zu erheben, wo unsere Göttliche fiel. Wir sagen, er ist ein falscher Prophet. Ein Prophet, der niemandem dient außer seiner selbstsüchtigen Gier.
ihr sagt, ich bin der Feind? Aber unser wahrer Feind ist die Bresche am Himmel. Sie müssen wir mit vereinten Kräften schließen. Das stimmt. Die Inquisition will diesen Wahnsinn nur beenden, bevor es zu spät ist. Das ist es längst. Die Templer sind zur Kirche zurückgekehrt. Sie werden sich dieser Inquisition stellen, damit die Leute wieder in Sicherheit sind. Ganz ruhig. Sie ist unter unserer Würde. Wolltet ihr mich mit eurer kleinen Darbietung beeindrucken? Ganz im Gegenteil. Sie war gar nicht für euch gedacht. Lord Sucher Lucius, wir müssen dringend mit euch... Ihr haltet den Mund. Lord Sucher? Ihr habt eine Ketzerbewegung begründet und eine Marionette zu Andras des Propheten erhoben. Ihr solltet euch schämen. Alle solltet ihr euch schämen. Die Templer diese haben niemanden da, ne? im Stich gelassen, als sie die Kirche verließen, um die Magier auszumerzen. Ihr seid es, die versagt haben. Ihr, die ihr unsere rechtschaffenden Schwerter mit Furcht und Zweifel straft. Wenn ihr hier seid, um der Kirche zu gefallen, kommt ihr zu spät. Das einzige Schicksal, das hier Respekt verlangt, ist das meine. Was wir wirklich brauchen, ist eine Allianz, um die Bresche zu schließen. Oh, die Bresche ist in der Tat eine Bedrohung. Aber ihr habt ganz gewiss nicht die Macht, etwas dagegen zu tun. Aber Lord Sucher, was, wenn er wirklich vom Erbauer geschickt wurde? Was, wenn... Ihr seid zu höherem berufen. Stellt keine Fragen. Ich werde den Tempel...